Sie waren kurzzeitig das Dreamteam von Fortuna Köln, Jean Löring und Toni Schumacher. Sein gesamtes Vermögen steckte der Schenk in seinen Club. Und als der im Dezember 99 zur Pause gegen Mannheim 0:2 zurücklag, geschah das Unfassbare. Er feuerte Schumacher noch in der Kabine. Ich kann nicht so lange zuschauen, bis mein Verein ins Grab rennt. Gerüchteweise soll es noch zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Fortuna verlor trotzdem 1:5. Da sind wir dabei, dann ist prima. Ja, Toni Schumacher, auch Toni Schumacher ist ja ein Unikum. Unfassbar, dass man sowas macht. Das, Löring war damals ein Hero, ein Mensch, der unheimlich geachtet wurde. Diese Maßnahme, als er Schumacher entließ in der Halbzeitpause, hat ihm sehr viel Kritik eingebracht und bis zu seinem Tod eigentlich war das negativ behaftet bei Löring. Eine Geschichte, die das Leben schreibt, die eigentlich besser ins Kino passen würde, ja. Das zeigt ja die Situation bei Fortuna Köln. Also wenn jemand so mächtig ist, dann ist das natürlich auch gefährlich. Ich habe den Toni hinterher oft getroffen. Er hat gesagt, also eigentlich hat sich das aufgedrängt, das in der Halbzeitpause zu tun. Weil ich habe der Mannschaft gesagt, ich habe auf euch keinen Bock mehr. Und dann hat der Löring gesagt, ja, dann bleibt gleich hier drin. Jetzt wird der Trainer. Ich kenne ihn jetzt von Heiko Scholz, heute Co-Trainer in Duisburg.